Hey Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu dem emotional und optisch schlimmsten Zustand seit einer ganzen Weile. Meine Haare sind Stand heute immer noch nicht geschnitten. Ich war gerade beim Sport, bin fix und fertig, aber ich dachte mir, wir gehen wieder so ein Stückchen zurück in die Drogerie und ich zeige euch heute meine Drogeriefavoriten aus dem letzten Monat, aus den letzten Wochen, denn da sind einige Produkte dazugekommen, die wirklich so mein Make-up-Game ein bisschen verändert haben, würde ich sagen. Und wenn ihr Lust darauf habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dran bleibt und ich freue mich heute wieder mit euch hier zu sein. Ich muss das Video leider vorproduzieren, das heißt, ich weiß nicht, was in der Woche passiert ist. Heute ist nämlich Montag. Ich muss gleich zum MRT wegen meines Nackens. Und dann muss ich zurück. Dann kommt eine Lieferung. Dann muss ich Koffer packen. Dann muss ich dieses Video hier schneiden. Dann muss ich alles fertig machen. Denn für mich geht es ja dann übermorgen nach München. Hallo. Ich sehe aus wie, weiß ich nicht. Aber ich hatte so ein Vibe gefühlt heute. Er hat sich nicht ganz umgesetzt. Ich hatte gedacht, dass die Farbe meiner Mütze passender dazu ist. Egal. Hallo. Wir machen jetzt hier einmal die Pastell-Vibes. Was ist hier eigentlich los? Falls ihr hier neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Mein großer Wunsch ist es, dass wir die 100.000 dieses Jahr knacken. Es wird knapp, aber ihr könnt mir helfen. Und zwar würde ich mich freuen, wenn wir diesem Video ein kleines Experiment machen und schauen, ob es wirklich dem YouTube-Algorithmus was bringt, wenn ihr dieses Video teilt. Ihr habt unten diese Funktion, die Teilen-Funktion, und das ist für YouTube ein wichtiger Indikator dafür, dass ihr mein Video mögt und das mit euren Freunden teilen möchtet. Also falls ihr einen Freund, eine Freundin, eine Oma, einen Opa, eine Tante oder eine kleine Schwester habt, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal mit denen teilt. Damit helft ihr mir wirklich am allermeisten, wenn wir einige Leute zur Giacomo Family dazu bekommen. Und Freunde, wir fangen an mit so ein bisschen Skincare. Und das ist von Essence aus der Hello Good Stuff Reihe, das Face Serum mit 97% natürlichen Inhaltsstoffen. Das ist Hydrating und Glow mit Pineapple Extrakt. Das soll, soweit ich weiß, ein Dupe sein zu dem von, ich glaube, es ist Glow Recipe. Das ist eine recht flüssige Konsistenz. Und das gebe ich mir einfach so ein bisschen hier schon mal auf meine Haut, um so einen kleinen Glow zu kriegen. Im Moment ist meine liebste Jahreszeit. Es ist noch nicht Herbst, es ist aber auch noch nicht Winter und es ist auch nicht mehr Sommer. Das heißt, das Make-up sieht jetzt am allerbesten aus, finde ich. Wenn wir so ein bisschen Glow mit reinbringen, es hält trotzdem den ganzen Tag, weil es ja nicht zu warm ist. Es ist aber auch nicht so schnell ölig, wenn ihr mir so ein bisschen folgen könnt. Ich weiß, ich bin immer Queen auf irgendwelche Sachen erklären, die eigentlich gar keinen Sinn machen. Aber die meisten von euch, die verstehen es trotzdem. Die Pflege ist einmal eingearbeitet. Ich liebe, liebe, liebe dieses Produkt. Ich habe überlegt, welche Foundation ich in dieses Video mit reinnehmen wollte. Und da kamen zwei zur Debatte. Einmal von Catrice, die True Skin Foundation. Ich habe sie jetzt aber nicht genommen, weil sie für mich im Moment zu trocken ist. Ich muss wirklich viel Pflege benutzen. Ihr seht, meine Haut ist so ein bisschen von dem ganzen Stress jetzt der letzten Wochen. Jetzt kommt alles so ein bisschen raus. Weswegen ich von Revolution die Conceal and Hydrate Foundation benutze. Die ist nicht neu, die ist aber iconic und sie ist fast leer. Ich arbeite die als erstes mit einem Buffer Brush ein und setze mir die wirklich hier schon überall hin. Das Schöne bei dieser Foundation ist, die hat einen Glow mit drin. Also es gibt ja die XX Revolution und ihr könnt vielleicht, ja doch, ihr könnt sehen, ich habe schon einiges davon aufgebraucht. Und das sieht immer recht wenig aus, wenn ich ein Produkt euch in die Kamera halte und sage, das habe ich schon fast aufgebraucht. Das Ding ist, ich benutze ja jeden Tag irgendwas anderes, meistens zumindest, wenn ich Videos drehe, damit ihr einfach auch eine Vielseitigkeit an Produkten habt. Und diese Foundation ist eine Foundation, die ich im Alltag benutze. Und wenn ich merke, ich benutze oder greife zu einem Produkt im Alltag, dann ist es wirklich ein gutes Produkt für mich. Und das ist einmal die Conceal and Hydrate Foundation, die habe ich mir, glaube ich, mindestens schon zweimal nach. Ich benutze ja, wie gesagt, jeden Tag irgendwas anderes, außer im Alltag. Und wenn ich da ein Produkt wirklich gut finde, dann kaufe ich das auch nach. Und ich glaube, das sind immer so Indikatoren dafür, dass ich ein Produkt wirklich mag. Genauso wie der Concealer, selbst den habe ich schon nachgekauft. Und es tut mir total leid, dass ich euch manchmal Produkte vermehrt zeige. Aber es macht eigentlich Sinn, dass ihr seht, dass ich Produkte wirklich regelmäßig benutze. Eins davon ist eben von Revolution, XX Revolution, der Concealer mit der schwarzen Kappe. Ich habe den in der Farbe CX9. Das heißt, er ist so ein Stückchen rosafarbener. Und ihr wisst ja, dass ich so ein bisschen Probleme mit verfärbten unteren Augen habe. Und der ist der Hammer dafür.
Also wenn ihr so meine Hautfarbe habt oder ein Stückchen heller, weil mein Concealer ist ja immer recht hell, ihr seht es ja, dann greift zu einem rosastichigen Concealer. Der ist nicht so rosastichig, dass man sieht, dass ihr rosa Concealer benutzt habt, aber es ist ausreichend dafür, um so ein bisschen die Verfärbung unter eurem Auge auszugleichen. Ich arbeite den Concealer mit meinem Schwamm ein und sprühe den mit dem Catrice Shake Fix and Glow Spray ein. Da sind so leichte Glitzerpartikel mit drin und dadurch habe ich schon mal so ein bisschen Glow noch an meinem Schwamm und kann das dann damit sehr gut verwenden und verblenden vor allen Dingen. Ich habe den Concealer einmal eingearbeitet und der Glow auf meiner Haut ist schon wirklich krass. Ich gehe jetzt auch mit diesem Spray schon mal so ein bisschen drüber. Wie gesagt, da sind so kleine Glitzerpartikel mit drin und das sorgt dafür, dass die sich jetzt so ein bisschen mit der Foundation vermischen, während ich das Ganze so ein bisschen sette. Und dazu benutze ich, wow, ist das hier ein Revolution-Video? Nicht ganz. Das ist hier von Revolution Pro das CC Perfecting Pressed Powder. Das ist mit Hyaluronsäure und Antioxidantien. Und ihr seht, na, seht ihr es ja? Ich habe Hit the Pan. Ich habe Hit the Pan in einem Puder. Das habe ich das erste Mal bei dem Wet n Wild Puder geschafft, aber das kann ich euch schon wieder zeigen. Ich habe es auch geschafft bei dem Charlotte Tilbury Puder. Das passt jetzt nicht hier in das Thema, weshalb ich jetzt das benutze. Und das nehme ich mit einem sehr, 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 sehr fluffigen Pinsel auf. Ich gehe nochmal so ein bisschen hier lang. Und dann lade ich den Pinsel auf, gucke nach oben und sette nur ganz leicht unter meinen Augen. Ich möchte heute diesen wirklichen Glow beibehalten und das schaffe ich mit diesem Puder sehr, sehr gut. Das ist ganz spannend, denn ich weiß nicht, was da drin ist. Ich glaube, diese Hyaluronsäure, das sorgt dafür, dass eure Haut immer noch so ein bisschen strahlend aussieht. Also ich lasse es heute auch so ein bisschen extra glowy, dass wir hier diese Vibes haben. Aber look at that. Das ist ein sehr, sehr gutes Puder. Es ist recht günstig. Ich glaube, es kostet 10 € oder so. Ihr kommt damit gut aus. Ich habe jetzt nur Hit the Pan, weil ich zwischendurch mit meinem Schwamm oder dem Tati Beauty Dingsbums hier reingegangen bin und dann wirklich hier das Puder unter die Augen gepresst habe. Das könnt ihr machen, sieht immer noch gut aus, müsst ihr aber nicht. Okay, Freunde, wir machen weiter mit Bronzer und auch der ist von Essence und den finde ich wirklich, wirklich gut. Auch den habe ich jetzt schon ein paar Mal nicht neu gekauft, der ist ja erst neu dazugekommen, benutzt. Das ist der Hello Good Stuff Bronzer von Essence. Da sind 99% natürliche Inhaltsstoffe drin. Der ist nourishing, also so ein bisschen pflegend und, ne? Und der hat zwei verschiedene Segmente damit drin. Also ihr könnt entweder matt oder mischen und dann habt ihr so ein glowy Finish. Ich gehe einfach mit einem Pinsel hier rein. Der ist gut pigmentiert. Er riecht so ein bisschen nach Kakao. Wenn ich an Kakao denke, denke ich aber eher so an Nutella. Und das ist dann süß. Der riecht halt wirklich einfach nach so einer Kakaobohne, also recht herb. Finde ich ganz spannend, denn ich habe von Too Faced auch einen meiner liebsten Bronzer. Das ist der Milk Chocolate Bronzer. Der ist von der Farbe her ja ähnlich, also der obere zumindest, der obere Teil hiervon. Der riecht halt sehr, sehr süß. Der von Essence ist wirklich eher so ein bisschen herber. Finde ich jetzt aber nicht schlimm. Ich finde es auch ganz besonders wichtig, dass ich euch nochmal so ein kleines Update gebe, ob ich die Produkte, die ich euch in dem Full Face Essence Neuheiten, Full Face Catrice Neuheiten gezeigt habe, ob ich sie auch wirklich benutze, wie ich sie im Langzeittest finde. Und ich nehme jetzt hier natürlich auch nur Produkte rein, die für mich funktionieren. Das heißt also, alle Produkte, die ihr hier seht, einige kann ich euch davon verlinken, aber es ist immer so ein bisschen schwierig, euch Drogerieprodukte zu verlinken, weil die kauft man sich ja eh meistens in der Drogerie, oder? Und das ist ein sehr, sehr schöner Bronzer. Also er ist recht natürlich, hat so einen ganz, ganz zarten Glow, aber ohne speckig auszusehen. Und ich liebe diese Base gerade. Was das Ganze aber noch ein bisschen schöner macht, und auch das ist, glaube ich, keine Überraschung, welchen Blush wir jetzt benutzen, das ist von Mrs. Bella die Peachy Palette. Das sind mit die schönsten Blushes, die ich je gesehen habe, die ich je hatte. Und ich mische die beiden Farben hier so ein bisschen. Die sind extrem pigmentiert. Ich setze euch die unten in die Infobox. Mit dem Code MAXIM10 spart ihr 10% auf alles bei BH Cosmetics. Und das setze ich hier hin. Und das Ganze wird jetzt so ein bisschen mein Gesicht zu meinem Outfit und dem Hintergrund anpassen. Sehr, sehr pigmentiert. Hat auch einen ganz zarten Glow mit drin. Und dadurch habt ihr einfach so ein super frisches Ergebnis. Diese Base ist meine liebste Base, so vom Finish her. Im Sommer ist es halt immer so ein bisschen schwierig, finde ich. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das macht im Sommer. Für nächstes Jahr dann? Leider. Ich glaube nicht, dass ich dieses Jahr noch in ein heißes Land
fliegen werde. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr im Sommer diese Glowy Base hinkriegt, ohne dass euer Make-up verschwindet, weil ich kriege es nicht hin. Und ihr seht, ich bin overblushed, aber es ist so wunderschön. Ist super günstig. Ihr habt extrem viel Produkt drin. Es sind, glaube ich, steht nicht drauf. Doch hier, 11 Gramm Produkt. Also es ist schon eine gute Menge. Und man braucht ja von Blush wirklich nicht viel. Ich habe in meinem Leben noch keinen Blush leer gemacht. Wo wir aber ein bisschen rüber mitgehen, ist von Rival Loves Me. Das On Fleek Baked Highlighter Blush Powder. Das ist so ein bisschen eine Mischung aus Blush und Highlighter. Ein Blushleiter. Und da gehe ich mit einem, ja, so wie so ein Puderpinsel rein und setze mir das hier einfach noch so ein bisschen rüber. Das gibt noch so ein bisschen mehr Glow und so ein bisschen Farbe. Und ihr seht sofort, das ist richtig, richtig schön. Wow. Schreibt mir bitte jetzt einmal in die Kommentare, haltet das Video einmal an. Wie findet ihr die Base? Ich liebe diesen Glow. Und ihr könnt mir gerne reinschreiben, wow, heute ist richtig Engagement hier, Maxim. Wow. We stand. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr... Shoutout an die Kaffeemaschine. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Weiß ich gar nicht mehr, was ihr mir in die Kommentare schreiben solltet. Ich will euch aber was kurz zeigen. Es passt nicht ins Video. Ich muss es euch trotzdem zeigen, weil es ins Monatsfavoritenvideo passt. Von Huda Beauty. Und ich und Huda Beauty, wir sind uns noch nie begegnet, so ungefähr, ja. Und das ist das erste Produkt, was ich mir von Huda Beauty gekauft habe. Das ist dieser Silk Balm. Ich trage ihn jetzt einmal auf. Das ist ganz verrückt. Das sieht aus wie Lippenpflege, aber die hält. Also, das verbindet sich gleich so ein bisschen mit meinen Lippen. Und dann sieht es aus wie so eine sehr, sehr feuchte, glossige Lippe, ohne zu kleben. Das ist ganz fantastisch. Also, das ist das beste Lippenprodukt dieses Jahr. Ich wollte es nur kurz einmal mit reingenommen haben, damit ihr das schon mal gesehen habt. Okay, ich bin ein Stückchen herangerutscht. Wir bürsten uns jetzt einmal kurz die Augenbrauen durch. Ich glaube, auch da ist es kein Geheimnis, welche Produkte ich benutze. Nicht hier von Benefit, sondern von Catrice, den Brow Definer. Und damit ziehe ich mir einfach hier unten meine Braue einmal lang. Und ich benutze das in der Farbe Blond, sodass die Augenbrauen nicht zu dick aussehen. Fülle mir das dadurch einfach so ein bisschen auf schon mal, gebe so ein bisschen die Form her. Und dann kann ich hier einfach nochmal so ein bisschen durchgehen und ziehe mir davon so ein paar kleine Härchen mit rein. So, ich habe ein bisschen Lidschattenbase einmal aufgetragen und ich glaube, es ist kein Geheimnis, welche Lidschattenpalette wir für dieses Video benutzen. Es fühlt sich immer noch so falsch an, diese Palette hier reinzuhalten. Vielen, vielen Dank für das wirklich ganze krasse Feedback jetzt. Also es ist ja vorgedreht und in der Woche sind bestimmt auch noch ganz, ganz viele Videos von meinen Kollegen, von größeren sowie kleineren. Und ich hab eigentlich jedes Video gesehen dazu und es freut mich so sehr, dass euch die Palette gefällt. Auch hier nochmal, ich weiß nicht, ob ihr das andere Video schon gesehen habt. Wir arbeiten gerade daran. Ich gebe euch bald ein Feedback, wie wir weitermachen mit der Palette, weil innerhalb von 20 Minuten, 30, 40 war das Ding ausverkauft und... wir arbeiten dran. Okay, Lidschattenbase ist einmal drauf. Ich möchte so einen Look nachschminken, den ich bei Hattie gesehen habe, aber so ein bisschen mit anderen Farben. Ich gehe als erstes in die Farbe Sunkissed. Das ist hier so ein wunderschönes, ja, Rosa und das presse ich mir hier hin und arbeite mich dann über meiner Crease so ein bisschen höher. Das Schöne bei den Lidschatten ist, wenn ihr eine feuchte Base benutzt, dann greift das Pigment natürlich sehr, sehr gut. Ihr dürft nicht vergessen, es ist keine Lidschattenpalette, sondern es ist eine Best Pigment Palette. Das heißt, das verhält sich nicht unbedingt wie ein Lidschatten, sondern eher wie ein gepresstes Pigment. Deswegen haben manche Farben auch einfach so ein bisschen mehr Kickback. Die Farben sind einfach anders gepresst, weil es halt kein Lidschatten ist. Und das blende ich dann hier so ein bisschen aus. Ich benutze auch die Pinsel von Alicia Marie. Und BH, die sind neu, setze ich euch auch einmal unten rein. Fantastisch, denn sie sind ganz, ganz klein. Das heißt, ihr habt Blendemöglichkeit mit kleinen Pinseln und könnt damit sehr, sehr präzise arbeiten. Und ich habe solche Pinsel noch nicht gehabt, deswegen finde ich das ganz, ganz toll. Ich verdunkle das Ganze mit Boyfriend und gehe dann in die Farbe Slay. Mach den Pinsel so ein bisschen sauber. Und blende dann wirklich hier einfach so ein bisschen rüber, dass wir hier eine recht weiche, auslaufende Kante haben. Und dann cutte ich mir die Crease, wow, erneut, mit einem sauberen Pinsel. Wo ist mein Concealer? So habt ihr gleich auch noch so eine kleine Look-Inspiration. Ich habe auf dem Catrice-Kanal ja 3 Looks mit einer Palette geschminkt.
Falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut mal auf dem Catrice-Kanal vorbei. So sieht das Ganze schon wirklich sehr, sehr spannend aus. Es ist ein sehr artistischer Look. Ich mag ihn aber ganz gerne. Und wir benutzen jetzt auch den Pinsel. Es wird eh nicht so aussehen wie bei Hattie, because I'm not Hattie. Wo ist der Pinsel? Wir benutzen jetzt einfach den hier. Der ist auch von Letizia. Und den mache ich auch nass. Und mische das Ganze so ein bisschen, dass der Pinsel wirklich innen drin nass ist. Und dann gehe ich in die Farbe Coins. Und ziehe mich hier wie so ein Eyeliner. Na, okay, es sieht bei mir nicht so aus. Fast nicht gerechnet. Na, okay. Und dann gebe ich mir die Farbe hier vorne gleich hin. Und dann nehme ich denselben Pinsel und gehe in die Farbe Günstmaus. Was ihr mir mal in die Kommentare schreiben könnt zusätzlich, ist, welche ist eure Lieblingsfarbe aus der Palette und welchen Namen findet ihr am besten? Ich gehe mit der Farbe Story Openings und Slay an meinen unteren Wimpernkranz. Keine Ahnung, wo es gerade abgebrochen ist. Ich habe den Look jetzt einmal halbwegs fertig gemacht. Sieht ganz spannend aus, ist jetzt vielleicht nicht mein liebster Look, aber ist mal was anderes. Ich wollte euch einfach so viele Möglichkeiten, wie es nur geht, mit auf den Weg geben. Ich wollte einmal ganz kurz Lashes drauf machen und dann schauen wir mal, wie das Ganze fertig aussieht. Lashes bringen immer nämlich sehr, sehr viel, ne? Ich liebe meine kleine Lash-Sammlung hier gerade. Ich habe nämlich hier 5 verschiedene halboffene Lashes. Egal, wir nehmen einfach die hier von Allure. Die sind, glaube ich, auch neu. So, ich habe einmal die Lashes drauf gemacht und so sieht das Ganze gleich viel vollendeter aus. Ein Produkt kommt noch auf die Lippen. Ich habe schon Liquid Lipstick einfach drauf gemacht. Und auf meine Zähne. Das ist der von Essence. Das ist der Shine Wet Look Lip Gloss mit Plumping-Effekt in der Farbe Volume, Please. Und ihr werdet gleich sehen, das hat wirklich Farbe. Oh, ich sehe so ein bisschen aus wie Dolly Buster. Ich lieb's. Das waren meine Monatsfavoriten, Wochenfavoriten der letzten Zeit. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Look sagt. Ich freue mich, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Denkt unbedingt daran, das Video mit euren Freunden zu teilen. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Habt ein zauberhaftes Wochenende. Ciao.